Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch mal meine Top 10 Skin-Kombis. Also das Ganze ist natürlich meine eigene Meinung, wie auch schon im letzten Video erwähnt. Und da sind auf jeden Fall heute einige freshe Skins auf jeden Fall am Start. Und das ganze Video kommt jetzt auf jeden Fall, da ihr das letzte Video so sehr abgefeiert habt. Kuss geht auf jeden Fall nochmal raus an euch. Das Ganze hat mich mega motiviert, mal wieder zu sehen, wie viele Leute meine Videos schauen. Und deshalb kommt jetzt auf jeden Fall ein neuer Part, wo ich Skins ranke. Leute, aber wenn ihr mich auch noch auf jeden Fall noch unterstützen wollt, dann tragt jetzt halt meinen Supporter-Creator-Code YTSynex im Itemshop ein. Würde mich auf jeden Fall mega krass supporten, wenn ihr das Ganze eintragt. Und ich meine, für euch ist nur ein Klick und mich könnt ihr damit auf jeden Fall mega heftig unterstützen. Kurs geht auf jeden Fall raus an jeden Einzelnen, der ihn einträgt. Fangen wir jetzt auf jeden Fall an mit der 10 besten Skin-Kombination. Platz Nummer 10 ist auf jeden Fall dieser Golfskin hier. Der sieht auf jeden Fall sehr Baba-mäßig aus. Ich habe das Ganze hier ohne Backlink, weil es gibt einfach kein geiles Backlink, was dazu passt. Falls ihr eins wisst, schreibt es in die Kommentare und ich pinne den Kommentar an. Aber hier dieser Skin mit der Golfhacke in der Kombination sieht auf jeden Fall mega heftig aus. Vertraut mir, das Ganze ist auf jeden Fall eine mega heftige Skin-Kombi. Probiert es aus hier mit diesem Golfschläger und dieser Golfskin oder Tennisskin sieht auf jeden Fall mega fresh aus. Und ich würde sagen, gehen wir direkt weiter zu Platz Nummer 9. Platz Nummer 9 ist auf jeden Fall dieser Skin hier. Das Ganze war auf jeden Fall aus einem Paket, was ihr euch kaufen musstet vom Geld. Drum ist er auf jeden Fall nur auf Platz Nummer 9, da ihn, denke ich mal, nicht so viele Leute haben. Aber dieser Skin sieht mit dieser Spitzhacke und diesem Gleiter einfach zu Baba-mäßig aus. Vertraut mir einfach. Hier könnt ihr das Ganze natürlich auch nochmal mit dem Katana hier kombinieren. Und Leute, schaut es euch an. Das sieht schon sehr nice aus. Also, ich kann euch wirklich nur empfehlen, diesen Skin hier mit diesen Messern hier mit Kratzklingen sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Das Ganze ist auf jeden Fall aus Kapitel 2, Season 2. Also, ich denke mal, einige von euch müssten das Ganze hier auf jeden Fall haben. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall weiter zu Platz Nummer 8. Platz Nummer 8 ist auf jeden Fall mal etwas ganz anderes, Leute. Und jetzt schaut es euch an, dieser Ben-Skin hier. Tieftauchtank heißt er, glaube ich. Tieftauchtank, auf jeden Fall ein sehr spezieller Name. Aber das Ganze hier sieht mit diesem Rückenaccessoire sehr cool aus. Und hier, falls ihr die Carbide-Hacke habt, könnt ihr sie dazu spielen. Es gibt, denke ich mal, noch einige andere Hacken, die ganz cool dazu aussehen würden. Hier zum Beispiel diese Hacke, denke ich mal, wird auch ganz cool damit aussehen. Aber falls ihr die Carbide-Hacke habt, spielt den auf jeden Fall mit der Carbide-Hacke. Und Leute, seid ehrlich, wenn ihr mal just for fun einen Skin spielen wollt, dann spielt auf jeden Fall diesen Ben-Skin hier. Der ist auf jeden Fall zu lustig. Er ist auf jeden Fall auch in Season 3 eingeführt worden. Also denke ich mal, müssten auch sehr viele Leute von euch haben. Und das sieht einfach... Come on, das sieht einfach zu nice aus. Also diesen Skin hier, das ist einfach ein fresher Skin. Ich bin euch ehrlich, ein bisschen mit den Jungs, wenn ihr ein bisschen mit den Jungs oder so Squads spielt, kann man diesen Skin auf jeden Fall usen. Ist auf jeden Fall sehr nice. Und wenn ihr damit einen Kill macht, fuckt es safe den Gegner sehr krass ab. Weil dieser Skin, der sieht einfach lächerlich aus. Digga, es ist einfach zu nice. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall weiter zu Nummer 7. Und Nummer 7 ist auf jeden Fall dieser Skin hier, dieser Ausrüstungsspezialistin Maya, also der Maya-Skin. Den könntet ihr euch ja komplett selber erstellen, aber ich denke mal, viele haben den sich ungefähr gleich erstellt von den Farben. Also ich sehe den immer in diesen Farben. Und der sieht mit diesem Wolfsrudel-Messer-Rücken-Accessoire-Ding auf jeden Fall sehr nice aus. Und dazu dann nochmal, falls ihr die Spitzhacke habt, Race-Stab. Der ist auf jeden Fall ziemlich fresh. Also diese ganze Skin-Kombi sieht auch mega nice zusammen aus. Also, falls ihr was davon habt, gönnt euch auf jeden Fall diese Skin-Kombi. Es sieht mega fresh aus. Vor allem mit diesem Stab noch dazu. Sieht sehr cool aus. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall weiter zu Nummer 6. Leute, Platz Nummer 6 ist Lebkuchen, also der Lebkuchen-Skin, der weibliche. Könnt auch den männlichen nehmen mit diesem Lebkuchen-Rücken-Accessoire. Sieht auch sehr cool aus. Ihr könnt auch die Sonnenblume nehmen. Finde ich, sieht auch irgendwie ziemlich lustig aus. Passt auch mit den Farben. Aber ich habe jetzt halt hier mal diesen Lebkuchen genommen, weil es auch das Rücken-Accessoire zu dem Skin ist. Und dazu diese gute Nachthacke von dem DC-Pack, vom Gotham City-Pack, Kapitel 2, Season 1 eingeführt worden. Und das Ganze sieht auf jeden Fall mega nice zusammen aus. Also gönnt euch auf jeden Fall diese Skin-Kombi. Es ist sehr cool. Also wenn der Skin mal wieder in den Shop kommt, denke
denke ich mal, zur Weihnachtszeit wird er auf jeden Fall spätestens kommen. Also spätestens in 3 Monaten müsste der auch zu 100% wieder mal im Shop gekommen sein. Und hier dann noch mit dieser Hacke, die wird auch eh wieder kommen. Jetzt zu der Season denke ich mal nicht, weil das eine DC-Hacke ist. Und wir sind ja gerade in der Marvel-Season. Also denke ich mal nicht, dass die jetzt in dieser Season noch kommt. Aber wenn ihr das Ganze habt, könnt ihr es auf jeden Fall spielen. Und meiner Meinung nach ein verdienter Platz Nummer 6. Der nächste Platz ist auf jeden Fall dieser Skin hier, dieser Tilted-Skin. Der ist auf jeden Fall schon noch ein bisschen älter, aber auf jeden Fall nicht zu alt. Und ich finde, der sieht auch schon an sich sehr, sehr cool aus. Also den gönnt euch diesen Skin, spielt mal mit dem Skin. Das ist auf jeden Fall mega cool, diesen Skin zu spielen. Und dann gönnt euch noch dieses Surfbrett dazu. Weil irgendwie, das passt einfach zu dem Skin ganz gut. Wenn ihr es in schwarz nehmt, sieht es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool aus. Wenn ihr das ganze Surfbrett in schwarz einstellt. Ich mach's jetzt mal hier rein. Zack, speichern. Und es sieht auf jeden Fall ziemlich fresh aus. Und dazu halt, könnt ihr egal welche Messer, meiner Meinung nach würde dazu alles passen. Das hier würde auch dazu passen. Dann diese Messer passen ganz gut dazu. Keine Ahnung, es passen auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen dazu dem Skin. Zum Beispiel diese Messer würden auch dazu passen. Es passt auf jeden Fall so einiges zu diesem Skin. Nehmt auf jeden Fall Messer, vertraut mir. Sieht auf jeden Fall mega, mega nice aus. Und natürlich auch wieder ein verdienter Platz Nummer 5. Machen wir weiter mit Platz Nummer 4. Und Platz Nummer 4 ist auf jeden Fall dieser Jule-Skin mit diesem Wikinger-Accessoire. Das Ganze ist aus Season 5. Das werden sehr, sehr wenige Leute von euch haben. Also wenn ihr es nicht habt, spielt auf jeden Fall kein Rücken-Accessoire. Und dazu auf jeden Fall dieser Schraubschlüssel. Das sieht einfach zu nice aus. Und ich denke mal, da müsste es auch noch einen Hängegleiter dazu geben. Leute, und zwar dieser Hängegleiter passt auf jeden Fall dann noch Baba-mäßig dazu. Also spielt auf jeden Fall dieser Ohm-Hängegleiter dazu. Und dann sieht das Ganze mega fresh aus. Also diese Skin-Kombi ist auch einer meiner Favorite-Skin-Kombis auf dieser Liste. Sieht auf jeden Fall viel, viel, viel zu fresh aus. Wirklich, vertraut mir, spielt das einfach. Machen wir weiter mit Platz Nummer 3. Und Platz Nummer 3 ist auf jeden Fall der Aura-Skin. Und Leute, der Aura-Skin mit der Sonnenblume und dann noch dieser goldene Zepter-Spitzhacke. Da gibt es auf jeden Fall 3 Stück. Goldkönig passt auch mega gut dazu. Und dann diese Messer-Kratzklinge passt auf jeden Fall auch dazu. Also da habt ihr eine hohe Auswahl. Also eine von diesen Spitzhacken müsstet ihr auf jeden Fall haben. Und das Ganze sieht auf jeden Fall auch mega, mega nice zusammen aus. Also gönnt euch auf jeden Fall diese Skin-Kombi. Sieht viel, viel, viel zu fresh aus, Leute. Sieht einfach Baba-mäßig aus. Wirklich, vertraut mir, spielt das einfach. Machen wir weiter mit Platz Nummer 2. Der vorletzte Platz auf dieser Liste. Und das ist ein Fußballskin, egal in welcher Art. Ihr könnt ihn auch in Farbe mäßig, ist eigentlich auch relativ egal. Und dazu dann die Prisma-Hacke. Das ist einfach Baba-mäßig, macht den blau. Eigentlich müsst ihr den blau machen. Blau, die Prisma-Hacke und dann dieses Rücken-Accessoire Star Powder. Ich kann euch auf jeden Fall mal den Skin dazu zeigen. Also falls ihr wieder in den Shop kommt, könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Das ist der Skin dazu. Und Leute, das sieht doch schon viel zu Baba-mäßig aus. Das sieht doch geil aus, hier mit dem Stern dahinter. Und dann hier diese Spitzhacke dazu. Ist auf jeden Fall viel, viel, viel zu nice. Digga, Leute, das habe ich so oft gespielt. Schreibt mal in die Kommentare, wann ihr euch die Fußballskins gekauft habt, weil es haben eh alle sich die Fußballskins gekauft. Schreibt mal auch in die Kommentare, ob ihr die Fußballskins habt, aber ich denke mal, eh jeder wird diese Fußballskins haben, weil diese Fußballskins sind einfach ein Muss. Man muss einfach so einen Fußballskin haben und ich muss die auf jeden Fall mal wieder spielen, weil ich sehe die auf jeden Fall wieder relativ selten, also werde ich sie auf jeden Fall auch mal wieder spielen. Ist einfach zu nice hier mit der Prisma-Hacke. Miss Prisma-Hacke, Digga, die heißt Spektalhacke. Läuft mir jetzt erst auf, der Spektalhacke. Gönnt es euch auf jeden Fall. Sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Und ich würde sagen, machen wir weiter mit Platz Nummer 1 und meinen kompletten Favorite Skin im Spiel. Machen wir weiter mit Platz Nummer 1. Let's go! Leute, Platz Nummer 1. Und diesen Skin werden nur sehr, sehr wenig von euch haben. Nur sehr, sehr wenige. Leute, ich zeige euch den Skin. Der Wonder-Skin, Leute. Der Wonder-Skin ist natürlich auf dem Platz 1. Das ist einfach Platz 1, dieser Skin. Er sieht einfach viel, 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 viel zu nice aus. Dazu dann noch diese unendliche Blüte. Ist auf jeden Fall auch relativ neu. Ist aus Season 3, Kapitel 2. Und das sieht einfach so unfassbar nice aus. Dann noch die Minty-Pickaxe. Ihr könnt natürlich auch die Spektralhacke dazu spielen. Sieht auch sehr, sehr, sehr geil aus. Und dann noch hier dieser Gleiter dazu. Leute, wirklich zu geil. Ist auch aus Season 3. Und das sieht wirklich so heftig aus. Dieser Skin ist mein absoluter Favorite Skin. Spiele ich auch persönlich sehr, 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 sehr oft.
wirklich, es sieht so, so unfassbar nice aus, diese Kombi zu spielen in Squads. Ich kann es euch jetzt nicht in Turnieren empfehlen, aber sonst sieht diese Kombi auch einfach zu fresh aus. Ich denke mal, es wird vielleicht ein einziger, der dieses Video sieht, gefühlt diesen Skin haben, weil es echt schon ein sehr, sehr seltener Skin ist. Ist kein OG-Skin, aber ein sehr, sehr seltener Skin. Den sehe ich so unfassbar selten, aber er sieht einfach so babamäßig aus. Ist auch mein Main-Skin. Also Leute, falls ihr den Skin habt, spielt den auf jeden Fall hier mit dieser unendlichen Blüte und der Spektralhacke. Sieht ziemlich fresh aus. Ja, einfach zu nice diese Kombi. Wenn euch das ganze Video jetzt auf jeden Fall gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like auf diesem Video da lässt. Würde mich mega, mega heftig supporten. Schreibt vielleicht noch einen Kommentar zu dem Video. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen super schönen Tag. Haut rein und ciao.